Alter. So sieht's mit meinen Finanzen dieses Jahr aus. Du denkst dir, oh, ein leckerer Umsatz. Und dann Hauptvideos? Weg. Wie sieht denn der aus? So gut, so nah, so. Okay, wir gucken jetzt TikToks gemeinsam mit Julian Bam. Ich hab sie noch nie Julian Bam genannt. Nee, es war gerade ganz weird. Okay, let's go. Wie klingt Rammstein geschlagen? Das klappt erstaunlich gut. Ich finde diese Vincents, ne? Die haben ja immer so einen so... Dass sie Musik machen, nee, oder was? Ja, erstens das. Erstens das, ja. Mein Geigenbauer hieß damals Vincent. Ja, dann Vincent Lee. Meine Vincent Lee. Deine Mutter heißt Vincent. Auch, zweiter Name. Und meine Geigenlehrerin hieß Frau Bosson. Aber nee, das wollte ich gar nicht sagen, sondern deren Nachname ist halt immer so crazy. Es gibt Vincent Klein, es gibt Vincent Groß, Vincent Stimmt. Schwarz, Vincent Lee. Und dann gibt es auch noch den Sänger. Schwarze Seelen fallen. Ja, heute fand ich heraus, dass der Unterschied zwischen dem Jahr 2023 und 1980 derselbe ist wie zwischen 1980 und 1937. Was? Boah, das ist schon krass. Ach, kennst du das? Das ist crazy, ja, guck mal, zack. Oh, komplett schucket. Einfach weg, der checkt's nicht. Ja, das tut weh. Das ist eine Erfahrung, die muss man halt manchmal machen. Ja. So sieht's mit meinen Finanzen dieses Jahr aus. Du denkst dir, oh, ein leckerer Umsatz. Und dann Hauptvideos? Weg. Ich brauch gar nicht zu lachen, das ist so. Das ist erstaunlich real, ja. Und am Ende des Jahres sag ich auch so, warte, wir haben muss doch noch irgendwas übrig sein. Irgendwas noch, nein, alles weg. Ich wollte noch ein Video machen, wo ich mal erzähle, wie viel Geld ich insgesamt ausgegeben habe. Für du weißt es ja, aber es weiß noch nicht. Ey, warum sagst du es? Sag das öffentlich, ohne Scheiß. Ich wollte so eine Rechnung machen. Musst du nur das diesmal aufpassen. Das ist schon mal... Ja, diesmal sage ich. Ja. Ich zieh mal tatsächlich nur auf, wie teuer das ist. Ja, genau, da kannst du nichts falsch machen. Ja. Oh mein Gott. Smile. Oh. Mann, zack. Der Zwinker da. Aber wir sind jetzt bestimmt hübsch. Mhm. Krasse Zähne hier. Cool. Ich schätze genauso wie du. Hey, ich sehe viel schöner aus. Vielleicht. Sehr viel Musik. I prefer brunettes. Could you please dye your hair? Digga, das war ein ganz, also plötzliches Ding. War das die Bassistin von, Sag schon, warte. Maneskin. Chat fragt, wie viel Sirup macht ihr in 1 Liter Wasser? Ich mache immer nur so Spritzer. Spritz. Also ich mache auch einen Spritzer in ein Glas. Also wenn ich sozusagen 250 Milliliter habe, mache ich einen Spritzer rein. Wenn ich 1 Liter habe, dann mache ich einen großen Spritzer rein. Ich sag jetzt nicht mehr das Wort Spritzer, sonst sagen wieder Leute hihi Spritzer. Sag ich lieber Pump. Klingt auch weird. Einen Drücker. Einen Quetschi. Klingt alles weird. Gönn dir auch einen Quetschi und knall dir einen großen Spritzer rein. Mit Cofresa gibt's immer maximalen Rabatt auf leckeres Geschmackssirup von Monotrition. Ein Spritzer, habt ihr gesehen? Süß, überall Hunde. Das so, das ist aber auch nur so ein Hauptstadtding. Ich glaube nicht, dass du auf dem Dorf das, Berlin. Das siehst. Ja. Berlin Mitte. Was hat denn der Boss? Boah, jetzt wird er aggro. Aber krass, dass er auch seine Aggression dann auf den Autofahrer richtet. Ja, ja. Er hat Autofahrer, der nichts damit zu tun. Ja doch, er ist so richtig dicht dran gefahren. Mhm. Aber... Scheiße, ich bin so heftig. Ich find's auch nicht cool, wenn, ich hasse es auch so, man geht so rüber, ist grün, ich sehe schon, das Auto ist voll schnell, ne? Dann bleibt man so manchmal selber stehen und denkt so, okay, geh ich wieder zurück. Und dann stoppen die immer so. Mhm. Und ich denke mir jedes Mal, Alter, ich hau dir läuft die Motorhaube. Ich bin jedes Mal ready dazu, Streit anzufangen. Ja, also bei sowas fuck mich richtig ab, einfach so unnötig. Ja. Alter. Boah. Hier passiert mir zu viel gerade, ne? Der Typ hat die doch umgetackelt gerade. Es ist viel zu viel passiert. Genau, der Typ am Anfang tackelt einfach das Mädchen um. Komm her. Ah nee, er tackelt nicht das Mädchen. Das Mädchen ist von alleine gefallen. Ja, aber ja, wegen ihm. Ja, okay, ja. Wegen ihm. Fällt hin. Boom. Dann das da hinten und dann läuft jemand mit so einem Stofftier noch durchs Bild. Hä, aber würde es sowas in Deutschland geben? How can you see into my eyes? Eh nicht. Like open door. Ja,
Ey, voll schön, wie die das zusammen auch gemacht haben. Das Strong hat dem Ganzen nochmal eine andere Ebene gegeben. Ganz andere Synergie hier. Oh, Justin ist das. Den habe ich schon ein viral Video mal mit ihm gedreht. Du kennst jeden Breakdance-Typen, jeden B-Boy. Der lebt gar nicht so weit weg von hier. Sehe ich direkt an deinem Style. Belly Mills, Tombstones, Air Flair. Ah, 90s, ah, nice. Grab 90s. Nice. Und dann Munch Flair. Munch Air Flair. Ja. Crazy. Oh, da ist Kid Columbia auch rechts, sehe ich gerade. Ah, yo. Der ist brutal. Der ist krass. Alter. Der geht so in den Battles. Der war immer so aggressiv, ne? So richtig so nah, so, ne? Der, und ich habe Angst nur vom Zuschauen, obwohl ich dritte Reihe war. Ja, Kid Columbia. Ich gehe hier so lang. Ich komme hier gegen ein Haus. Hier steht: Vorsicht, gefährlicher Hund, ne? Danach, ich sehe der hier. Oh, eine kleine Feini. Aha, gefährlicher Hund. Oh, okay. Ja. Man soll den Abend. Nee. Abend nicht vor dem Morgen loben? Nee. Den Morgen nicht vor dem Abend loben. So. Morgen hat mit dem Abend nichts zu tun. Nee, der Morgen nicht mit. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Ja. Glaubst du nicht? Google. Oha. Hä, ist das real? Hä, nein. Nee, das ist ein Effekt, der da drauf ist. Hä, ist aber ein Effekt drauf. Ja. Hey, das ist doch nicht geil dann, oder? Hey, das ist ja gar. Also, das, was er macht, ist dann wahrscheinlich gar nicht so strong. Also, wenn das real wäre, wäre krass, aber. Also, ich meine, es ist immer noch ganz cool, aber nicht halb so cool. Es ist gar nicht cool. Pfui ist das, pfui. Sonst habe ich immer so viele schöne Frauen im Dings. Jetzt haben wir plötzlich so androgyne Männer. Da ist deine Frau. Digga, was, wie heißt denn nochmal? Ey, und da, ich bin jetzt wirklich nicht drin. Ich habe neulich gesehen, dass Belle Delphine so ein kuschelndes, knutschendes Fotoshooting gemacht hat mit einer streamenden Person. Und ich sage jetzt bewusst streamende Person, weil ich glaube, dass es eine Person ist, die zwar sehr weiblich aussieht, Stereotyp, aber sich männlich identifiziert. Das hier. Digga, was sind das für Bilder? Das ist Finister? Ja. Ich finde es so krass. Imagine, du ziehst einfach casual so einen Look ab. Obwohl, hast du in deinem Dings-Video. Ohne Scheiß, du als Frau? Digga! Aber ich sah nicht so pretty aus. Ja, okay, das ist schon mehr pretty dann so. Do you or do you not feel bonita? I feel bonita. Wonderful, because you look bonita. Ey, Kinder. Alter. Oh mein Gott, Alter. Ich find's aber cool, wenn Dads das so mitmachen. Ich find auch. Ja. Warum ich noch nie im Lotto gewonnen habe. Zahlen. 10, 600.000 Kokosnuss. 10, Superzahl Coronavirus. Diese Angaben sind wie immer illegal. Der YouTube-Kacke-Beste. Wann wird endlich alles gut? Okay, wir sind jetzt 2015 angekommen. Okay, ja. Wir haben die Lochis, wir haben Mr. Trashpack. Verrückte Phase. Noch so eine Phase, in der wir uns bewegen. Aber wir nennen das nicht Phase, wir nennen das Leben. Gerade sind wir glücklich, dann wieder depressiv. Wo bin ich gelandet gerade? Hä, aber ist doch mega gut. Ja. Ich bin voll überrascht. Es ist erstaunlich. Ey. Mr. Trashback? Ey, der Philipp. Der Phil kann singen, Alter. Das mit uns was nicht stimmt. Das ist doch alles einfach. Warum bekommst du es dann nicht hin? Heute weiß ich, dass ich anders. What the fuck? Das ist voll okay, denn ich bin fertig mit der Maskerade. Was für eine verrückte Phase. Hä, ich bin. Kommt einfach plötzlich Mr. Trashback und rappt so? Ganz ehrlich, neues Feature für die Hauptvideos ist klar. Einfach Mr. Trashback. Krass, ey. Das hat mich wirklich überrascht. Voll. Also ich finde so, Roman und Heiko, ich finde, die haben auch eine richtig, richtig geile Stimme. Mhm. Muss man auch einfach sagen. Ich finde auch nichts nice, sagen. Dass die auch einfach so durchziehen. Voll. Also die haben damals einfach gefühlt, Mucke machen ist das Ding so und ziehen das seitdem einfach ohne Pause voll, durch. Voll, das ist schon voll. Nice. Mega. Das ist schon sehr, sehr nice. Miau. Warum sind die so klein, die Dinge? Oder die sind normal groß, das sind gigantische Menschen. Ja, hey, du musst die Referenz setzen. Ja, ja. Das sind Giganten. Das sind einfach Giganten, ja. Hey, wir sind damit fertig mit TikTok. Wenn euch das Video gefallen hat, dann geht doch jetzt auch mal auf Spotify, pumpt die neuen Tracks von Rezo, a.k.a. wie heißt du da? Rezo? Aber ich habe keine... Young Y Rezo, a.k.a. The Vegan Hustler. Danke dir. Gerne.